Hallihallo, Hallöchen und recht herzlich willkommen zurück zu unserem gefühlten 12.378. Teil unseres Unboxings zu How to Train Your Dragon Race to the Edge Toothless and Hiccup Armored Dragon Set. Oh, warum rede ich eigentlich immer so viel zu jeder Figur? Ja, keine Ahnung. Eigentlich würde es doch auch reichen, wenn ich sage Hicks ohne Zahn. Hicks ohne Zahn. Hicks ohne Zahn. Und fertig. Ende, ne? Fertig wäre das Video. Oh, ich glaube, das muss ich machen in Zukunft irgendwie. Aber ich krieg's natürlich nicht hin, weil ich immer so viel dazu erklären muss. Ach du liebe Zeit. Also, Hicks haben wir uns schon angeschaut. Ohne Zähnchen haben wir uns schon angeschaut. Ja, mit seinen verschiedenen Tönen. Einschaltknopf. Zaploing. Ja, Gesundheit, ne? Und dann natürlich auch noch die Töne. Ja, danke von Hicks, wenn man hier hinten drauf drückt. Und zwar... I'm flying! Woohoo! Ganz genau. Toothless, separate! Toothless, separate! Come on, Toothless! Come on, Toothless! Yahoo! Yeah! Woo! Yeah, baby! I'm flying! I'm flying! Dragonfly 2, go! Moment, ich muss froschiger reden. Der redet ein bisschen froschig. Dragonfly 2, go! Toothless, separate! Yeah! I'm flying! Woohoo! Come on, Toothless. Dragonfly 2, go! Yahoo! Yeah, baby! Yahoo ist doch eine Suchmaschine. Egal, wie auch immer. Gleich wieder ausmachen. Ja! Klappe! So. Okay. So, das war eigentlich alles Outtakes, ne? Aber oh, ich bin zu faul zum Schneiden. Ich lasse es einfach drin. Wie auch immer. Heute werden wir hier unser Ohnezähnchen anziehen. Genau, mit seinen ganzen Rüstteilen hier für den Rücken, dann für sein schnuckeliges Köpfchen und die ganzen Beine, Vorderbeine, Hinterbeine und so weiter. Ich glaube, mit denen fange ich jetzt gleich mal an. Jetzt muss ich doch mal gucken, was war vorne, was war hinten. Ich glaube, die großen sind vorne, oder? Kann das sein? Moment. Jo, hier haben wir ja die super Gebrauchsanweisung und hier seht ihr schon, die großen kommen nach vorne, die kleinen kommen nach hinten. Okay. Dann lasst uns das machen. Der hier kommt dann hierhin auf die Seite, oder? Kann das sein? So. Ja. Passt. Ja, steht die große Schuppe nach außen, die kleine nach innen. Dann machen wir auch gleich dieses Teilchen da dran. So. Gut. Also das geht wunderbar dran. Einfach draufdrücken. Und dann hat er hier seine Rüstteile an den Vorderfüßchen. Sehr schön. Sehr schick, muss man schon sagen. Okay. Dann die kleinen kommen hier hin. Nehmen wir mal an, das ist genauso wie mit den großen, dass die ja etwas längere nach außen kommen. So, geht es? Ja, geht. Jawohl. Also geht ganz einfach, einfach draufstecken. So sieht es aus. Ich hoffe, dass ich es jetzt wirklich richtig rum habe. Dann das hier kommt hier drauf. So. Jawohl, also, so, die Beinpanzerungen, die Schuppen vom bullenden Tod, nehme ich mal an, haben wir jetzt hier dran. Wunderbar, ich hoffe, die halten auch ein bisschen, fallen nicht gleich raus, aber für mich macht es einen
recht guten Eindruck. Ich glaube, die halten schon ein bisschen was aus. Okay, dann machen wir jetzt dieses Rückenteil hier dran. Bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich hält. Hier haben wir ein ganz großes Loch für diese Schraube hier vorne und hier zwei so kleine Pinökel für hinten. Und ich habe ja schon erzählt, dass ich bei zwei Sammlern schon gesehen habe, dass das gar nicht richtig hält. Also da bin ich sehr gespannt. Gut, ich fange mal an hier. Also hier runter machen, dann ein bisschen vorschieben. Also die Geschichten gehen unter die Flügel drunter, ne? Damit es auch einen richtigen Halt hat. Also ich stecke das so drauf und schiebe es ein bisschen nach vorne. So, habt ihr es gesehen? Jetzt ist wie eingerastet. Und jetzt drücke ich hier noch das große Ding runter. Ja, das hält. Dann hier noch die beiden Pinökel. Mal gucken, ob es das auch. Ja, vom Stand her stimmt es auch. So, drücke ich drauf. Aber. Es hält nicht. Die sind zu kurz. Es hält nicht. Das hält nicht. Warte mal. Die gehen so ein bisschen schräg rein. Ein bisschen nach hinten ziehen. Ein bisschen spannen. Okay, wie sieht es hier aus? Das ist tricky, Leute. Das ist tricky. Not so easy. Jetzt ist mir auch klar, was die beiden meinten, als sie es mir geschrieben haben. Das geht nicht rein. Wenn ihr mich fragt, das geht nicht rein. Oder hätte man das zuerst reindrücken müssen? Eigentlich auch nicht, denn ihr müsst den Panzer hier definitiv, ne, hier unter den Flügel schieben. Kann man sehen? Ne, dieses Teil geht hier ein bisschen unter dieses Gelenk drunter, damit es auch richtig hält. Ja, und hier steht's hoch. Es müsste hier in diese Löcher rein. Ja, aber ich krieg's nicht wirklich gut rein. Hört es? Ja, super Konstruktion. Wenn ich das nicht hinkriege, jetzt habe ich es drin. Jetzt ist es rein. Okay. Jetzt noch die andere Seite. Wenn ich das auch noch reinkriege, okay, dann bin ich ruhig, sage ich nichts. Aber das ist wirklich tricky, das kann ich euch sagen. Wow. Also hier ist jetzt richtig reingeflutscht, ne? Hier steckt es richtig drin. Obwohl es so ein ganz, ganz kurzer Pinökel ist. Ja, jetzt probiere ich hier einfach noch ein bisschen. Es ist hier immer ein bisschen blöd, weil ich um die Kamera rumgreifen muss. Ne? Also wundert euch nicht. Oder denkt nicht, Gott, stellt der sich bescheuert an. Das ist was ganz anderes, wenn ihr das Ding vor euch habt oder wenn ihr es hier in der Kamera macht. So, muss ich aufpassen, dass sich das Ding nicht verdreht. Das ist tricky, Leute. Das ist tricky. Das kann ich euch sagen. Warte mal, mit dem hier ein bisschen dagegen drücken. Weil das flutscht dauernd raus. So, komm. Mach keinen so ein Geschiss hier. Ja, es möchte nicht rein. Das Ding möchte nicht rein. Das ist auch ein bisschen wie ausgefranst. Kann man das hier sehen? Ne, seht ihr das? Ja, wie auch immer. Jetzt rutscht's, oder? Ich mach's mal hinter der Kamera. Okay, ihr Lieben, ich sag euch was. Es geht garantiert. Ich hab's jetzt ein paar Mal probiert. Ist mir jetzt echt zu blöd. Ich möchte mit dem Video jetzt endlich mal fertig werden. Man kriegt's mit Sicherheit rein. Man muss aber wirklich pfriemeln. Also, wenn er mich fragt, so kurz mal die Rüstung abnehmen, wieder drauf machen, ist nicht. Ich glaube, wenn ihr die Rüstung, wenn ihr dieses Rückenteil drauf habt, dann werdet ihr es auch drauf lassen. Definitiv. Weil das immer rauf und runter nehmen, das ist also echt. Ja, vielleicht ist es auch nur bei ein paar Figuren so umständlich, keine Ahnung. Vielleicht ist es bei den anderen ein bisschen locker. Ich kann es euch nicht sagen, aber irgendwo ist auch wieder gut, ne? Also wundert euch nicht, wenn ihr es bei euch auch nicht reinkriegt oder wenn es schwierig reingeht. Nicht verzweifeln, es geht schon irgendwie. Holt euch ein bisschen Hilfe, aber das ist schon ein bisschen, ja. Ne, echt tricky. So, dann ist auch Folgendes. Dieser eine brüllende Totschuppe steht dann auch definitiv ein bisschen höher, also geht nicht ganz runter. Ja, also liegt nicht ganz an. Das ist aber auch nicht wirklich schlimm, denn das hintere Teil ist ja komplett flexibel. Also egal, wir haben jetzt diesen Rückenpanzer drauf, wir haben die Beinschienen drauf und jetzt kommt natürlich noch dieser Kopfpanzer auf das Köpfchen von ohne Zahn, so hier mal drauf
Klippen, jawohl, das geht doch einfach. Warum nicht auch so mit dem Rückenteil? Ja, und so sieht er dann aus mit diesem Kopfteilchen hier. Schaut's euch an. Wunderbar, Kopf müsst ihr ein bisschen drehen, denn wenn diese Ecke hier vorsteht und ihr wollt den Kopf drücken, da ist das Ohr hier im Weg. Das heißt, ihr müsst den Kopf wirklich exakt gerade machen, dass ihr das auch richtig runterklappen könnt. Ne? Also Spin Master, das ist auch nicht ganz richtig durchgedacht, dieses Teil. Ja, also ihr könnt nur abschießen, wenn der Kopf wirklich richtig gerade ist. Ne? So geht's jetzt. So geht's jetzt. Ne? Und hier geht's nicht. Okay, noch ein bisschen runterdrücken geht's dann. Er geht schon, aber rutscht immer wieder ein bisschen hoch, dieses Teil. Sitzt also auch nicht bombenfest. Also ich spreche jetzt hier von diesem Rückenpanzer. Und doch, dann geht es schon. Okay, alles klar. Aber wie schon gesagt, müsst ihr halt probieren. Ne? Hier geht's Maul jetzt schon wieder nicht ganz auf. Wenn es gerade ist, dann kriegt das ganz auf. Einfach ein bisschen probieren. Also, ja, nicht ganz optimal, wenn ihr mich fragt. Und wenn es dann auch noch Higgs drauf sitzt. Mit den Knien, mit den Beinen, werden wir gleich sehen. Ja, das sind dann halt so Geschichten, wo man dann letztendlich sagt, ne, ach ja, Spielzeug halt, ne. Trotzdem irgendwie ein bisschen schade. Also das mit dem Rückenteil, also da hätte man ruhig irgendwo auch ein bisschen eine leichtere, eine bequemere Lösung ausarbeiten können, damit man das auch schnell abnehmen und wieder draufsetzen kann. Also das, ja, naja, okay, ne. Aber ihr seht ja, wenn es bei mir klemmt, dann kann es sich natürlich auch bei euch verklemmen. Also nicht wundern, wenn die Sachen nicht ganz so funktionieren, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ne? Mir ist das jetzt relativ egal, weil ich spiele nicht Figuren. Für mich sind es Aufstellgeschichten. Ja, ohne Zahn steht es auch nicht besser, trotz der Rüstung. Also er bleibt nur stehen, habe ich euch schon in einem, glaube im zweiten oder im dritten Video gezeigt. Er bleibt wirklich nur stehen, wenn die Flügel ganz nach vorne geklappt sind. Aber so seht ihr wenigstens mal, wie das ganze Ding hier aussieht mit der Rüstung, so. Und wenn ich es jetzt schon so habe, dann werden wir jetzt natürlich gleich mal dieses Projektil hier ausprobieren. Ja, diese blaue Flamme, die wir ihm hier ins Maul schieben können. Hier ist die Vorrichtung nicht zu übersehen. Einfach hier reinschieben, so, bis es, ja, verhakt. Das verhakt sich sehr schlecht. Der rutscht gleich wieder raus. Aha. Ah, das ist ja ein Käse, du. Jetzt hält er gerade. Aber wenn ich nur ein bisschen ziehe, zack, kommt er raus. Seht ihr das? Der bleibt gerade so drin. Gerade so. Ne? So, und vor allem, jetzt pass mal auf, wenn er auf allen Vieren steht. So, ich mache mal die Beine ganz gerade. So, auf allen Vieren. Dann zeigt dieses Projektil nach unten auf den Tisch. So, hier, ne? Also ich kriege nicht mal den Finger hier durch, zeigt auf den Tisch. Wenn er so steht, von dem her wäre es schon wieder sinnvoll. Da könnt ihr natürlich das ganze Ding auch verschießen. So, und jetzt drücke ich mal hier drauf, ja, ein bisschen weiter nach hinten. So, Kopf ganz gerade machen, dass er auch schießen kann. 3, 2, 1, Feuerio und jawohl. Also, schießt total schwach, ne? Also, keine Ahnung, wie weit das Ding fliegt. Ich kann ja gleich mal den Hintergrund schießen. Ihr seht es vielleicht schon beim Abschuss. Achtung. Also, das ist mega schwach. Mega schwach. Und was ich halt auch wieder schade finde, ist, dass das so weit aus dem Maul steht. Ich finde, es sieht immer ein bisschen, ja, also, reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Ganz ehrlich. Wobei, man kann es auch so sehen, das ist wie so eine Momentaufnahme ohne Zahn, gerade beim Abschuss von seinem blauen Strahl hier. Ne? Von dem her ist schon okay. Ich meine, ist ja bei den anderen genauso. Ne? Aber mir wird es halt besser gefallen, wenn die Projektile auch wirklich komplett im Maul verschwinden würden. So, und ich schieße das ganze Ding jetzt mal einfach in die Ferne, dann seht ihr vielleicht ein bisschen besser, wie weit das ganze Teil fliegt. Also Achtung, so, Kamera, muss ich es überhaupt höher stellen? Ich glaube gar nicht, ne? Also, 3, 2, 1 und Feuerio, ne? Feuerio.
Also das waren jetzt vielleicht zwischen 30 und 40 Zentimeter maximal, ne? Also mehr war es nicht, okay? Also, das dazu, jetzt haben wir hier natürlich unseren Hicks. Wie ich schon erklärt habe, ihr könnt Hicks mit diesem Sattel, mit dieser Lehne nicht draufsetzen. Da ist dieser Flugapparat einfach im Weg, den müsst ihr definitiv abnehmen, ne? Kriegt ihr so nicht drauf. Also, nehme ich mal runter. So, die Beine ein bisschen gleich nach vorne machen. Jawohl. Okay, Hicks ist ja wunderbar elastisch. Manche mögen das Gummi. Also ich fahre voll auf dieses Gummi, das Material von Hicks ab. Andere vielleicht gar nicht. Ne? Die hätten sich hier eher eine steifere Plastikfigur gewünscht. Aber ich finde das Gummi echt klasse. Ne? Kannst du immer wieder sagen. So, dann haben wir hier die beiden Löcher in seinem Rücken. Und eines der Löcher könnt ihr hier reinstecken. In diese Rückenlehne. So, die Beine noch ein bisschen schön hinmachen. Und schon sitzt unser Hicks auf dem Rücken von seinem ohne Zähnchen. Hier die beiden. So sieht es dann aus, ne? Und ich denke mal, wenn ihr die Rückenlehne losschraubt, unten ist ja eine Schraube, dann könnt ihr ihn auch mit seinem Flugaufsatz hier draufsetzen. Wie gut er sich dann mit seinen Füßen hier festhalten kann, beziehungsweise mit den Knien, kann ich euch nicht sagen. Aber so sieht die Geschichte dann letztendlich aus, ne? So, hier nochmal auf allen Füßen stehend, auf allen Vieren. So, Hicks nochmal richtig hinsetzen. Schade, dass kein Flammenschwert dabei ist, oder? Könnt ihr mal probieren, ob das von den anderen Figuren passt. Dieses Flammenschwert habe ich jetzt hier nicht probiert. Ja, okay, ne? So sieht das Ganze aus. Jetzt gucke ich aber doch mal, ob ich den Flugapparat irgendwie doch noch hinkriege, da es ja aus Gummi ist. Ich habe hier noch einen Steckplatz frei. Okay. So hält's. Ein bisschen. Wenn ich den jetzt nach vorne nehme, passt mal auf. Leute, guckt's euch an. Ja, geht doch. Guckt's euch an. Also, der hält jetzt natürlich extrem schwach, weil er nur mit einem Noppen hält. Ich hoffe auch nicht, dass der abbricht. Hicks ist jetzt auch ein bisschen nach vorne gerutscht. Moment, noch ein bisschen an den Sattel dran drücken. Ja, so sieht es aus. Guckt es euch mal an. Hier, Hicks auf ohne Zähnchen mit seinem Flugapparat. So, jetzt versuche ich auch noch die Flügel hier ein bisschen nach oben zu machen. Wie sieht's dann aus? Geht's dann auch noch? Moment, Beine richtig hinbiegen. Ja, geht auch noch. Ne? Also, nicht umsonst ist Hicks hier dieses Mal aus Gummi. Das kann ich jetzt schon verstehen. Also, es geht. Ja, mit viel Ach und Krach geht das. Ihr kriegt Hicks tatsächlich mit dem Flugapparat hier auf ohne Zahn drauf. Ja, bin begeistert. Ganz ehrlich. Cool. Das sieht echt cool aus und ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Aufstellfigur. Wie ich finde. So. Okay, so, alles klar. Stell es mal hier ein bisschen nach hinten. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Ne? Ist ja immer schwierig, schwarzer Drache über schwarzem Hintergrund. So sieht's aus, Leute. Das ist dieses Toothless and Hiccup Set mit der Panzerung für ohne Zahn und mit dem Flugapparat von Hicks. Ja, er sitzt hier natürlich trotzdem ein bisschen, oh, wie soll ich sagen, steif wie ein Brett drauf. Wenn die Rückenlehne von dem Sitz ein bisschen steiler wäre, beziehungsweise ein bisschen mehr nach vorne gekippt, dann würde der auch noch ein bisschen dynamischer auf ohne Zahn drauf sitzen und nicht so nach hinten gelehnt, ne? So gesehen, okay. So, jetzt stecke ich ihm nochmal seine Flamme ins Maul, dann lasse ich es hier nochmal geschwind drehen, dann seht ihr das nochmal von allen Seiten und dann würde ich sagen, dann war es das eigentlich auch schon dazu. Ja, auch schon, ne? Ich bin gut, ne? Vierter Teil dieses Unboxing und ich sage, das war's auch schon. Boah, das war schon mehr als genug. Okay, was gibt's abschließend noch zu sagen? Also, es ist für alle, die noch nicht allzu viele ohne Zahnmodelle haben oder auch wirklich für die absoluten Hardcore-Sammler von Dragons, ein wirklich sehr, sehr toll gemachtes Playset. Sprich, wir haben hier
eine eigentlich nett gemachte, ohne Zahnfigur. Meiner Meinung nach sind die Beine zu kurz, er ist auch ein bisschen zu dick. Alles andere geht absolut okay. Die Flügel haben eigentlich auch nicht die Originallänge, wie sie haben müssten. Aber ich, wie schon gesagt, ist vollkommen okay. Dann haben wir natürlich auch noch die Geräusche, die Töne. Ich bin mir nicht ganz sicher, die ohne Zahn Töne, die ihr kriegt, wenn ihr ohne Zahn kippt. Ja? Wir haben hier zwischen 3 bis 4 verschiedene Geräusche. Ich habe jetzt gar nicht gezählt, wie oft Hicks hier zu hören ist in der englischen Sprachausgabe. Das übrigens nicht stört. Also das Englisch, die Sätze sind, das ist so wenig, das ist so kurz, das versteht wirklich jeder. Und ich finde, der Sound ist auch relativ gut. Der Sound von ohne Zahn, dieses Knurren hätte ein bisschen lauter sein können, finde ich ein bisschen leise. Die Sprachausgabe von Hicks, absolut optimal, wirklich klasse Ton für so eine Geschichte, mega. So, und zu Hicks selber muss man sagen, tolle Fantasy-Figur, ich find's klasse, sowohl die Details an Hicks selbst, wie auch diesen Fluganzug, beziehungsweise die Lederflügel, finde ich sehr schön gelungen, klasse gemacht, die Farbwahl top, sehr schöne Figur, ist komplett aus Gummi, muss man mögen, kann man mögen, mir ist auf jeden Fall klar, warum sie die Figur dieses Mal aus Gummi gemacht haben, damit Hicks einfach die entsprechende Flexibilität hat, um hier auf ohne Zahn auch richtig zu sitzen, beziehungsweise dass man hier sogar noch seinen Fluganzug, die Flügel noch mit drauf kriegt. Also das finde ich schon cool, hätte ich nicht gedacht. Ein bisschen hin und her gerissen bin ich bei der Knochenrüstung. Am Kopf sitzt es perfekt, an den Beinen sitzt es perfekt. Am Rücken muss ich sagen, vorne wunderbar, hinten der Abschluss mit diesen beiden kleinen Noppen. Ist ein bisschen tricky, braucht man Geduld, bis man sie dran hat. Vielleicht geht es auch ganz schnell, vielleicht habe ich das auch komplett falsch hier angefangen. Vielleicht hätte ich hinten erst einhaken müssen und dann erst vorne. Keine Ahnung, muss jeder selbst probieren, aber werdet nicht ungeduldig, kann sein, das dauert ein bisschen, weil, ja, ne, tricky eben. Nicht ganz optimal gelöst, gerade für Kinder, wie ich finde. Ja, die Schusskraft von dem blauen Pfeil, ja, wie schon gesagt, 30 bis 40 cm länger ist dieses Teil hier nicht geflogen. Vielleicht ist es bei eurer Figur ein bisschen anders, ein bisschen kräftiger oder womöglich noch schwächer. Keine Ahnung, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, auch noch ein ganz kleiner Pluspunkt, was ich überhaupt noch nicht erwähnt habe. Die Zähne von ohne Zähnchen wurden hier tatsächlich oben und unten weiß bemalt. Der Innenraum ist aber hier auch wieder schwarz. Was soll ich sagen? Ihr habt es gesehen, müsst ihr für euch selbst entscheiden, ob ihr das Set braucht, ob ihr es wollt, ob ihr es euch leisten möchtet. Nicht ganz günstig, wir haben schon ein bisschen hier eine Deluxe-Ausgabe, wenn ihr mich fragt. Hier sehr viele Töne, sehr viele Accessoires, sehr viele Teile dabei, mit denen ihr hier spielen könnt. Schade finde ich, dass man Hicks kein Flammenschwert mitgegeben hat, oder ein normales Schwert zumindest. Oder Racheauge war ja auch mal originell gewesen, ne? Wenn es schon als Abbildung auf dem Karton außen drauf ist. Ja, wie auch immer, als nächstes habe ich noch Rotzbacke und Hakenzahn. Das werde ich auch noch die Tage irgendwann auspacken. Im Großen und Ganzen hat es wirklich Spaß gemacht, dieses Set hier anzugucken. Obwohl es eigentlich nichts rein nüchtern betrachtet Neues war, mal von der Rüstung abgesehen, hatte ich halt das Gefühl, ich habe den ohne Zahn jetzt echt zum gefühlten 10., 12. Mal ausgepackt. Auch die Hicks-Figur an sich ist nicht wirklich neu. Aber ich sag's nochmal, für Neueinsteiger oder alle, die noch nicht so viele Figuren von dieser Serie haben, ein absolut schönes, ein absolut tolles Set. Schöne Idee. Man muss halt über ein paar Details drüber wegsehen. Oder Teile, die hier mehr als deutlich rauskommen, wie zum Beispiel hier die Anbringung der Flügel oder gar auch die fehlende Bemalung der Lederstriemen, die hier über den Körper von ohne Zahn geht. Die hat man einfach schwarz gelassen, das ist auch ein bisschen schade. Okay, also im Großen und Ganzen aber wirklich sehr schönes Set. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich sag ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay.